Und damit herzlich willkommen zurück zu Zelda Tears of the Kingdom. Der kleine Tulin wird hier draußen warten, während wir gleich den Schrein, den wir uns jetzt mal erspielt haben, besuchen werden. Link genießt die Schneeflocken hier. Wir gehen rein, ich wünsche viel Spaß bei der Folge und nach dem Intro sehen wir uns im Schrein. Springender Punkt. Maya und Kiza schreien. Komm, der geht doch garantiert so. Ja, sehr schön. Fliegende Schiffe, schwebende Schiffe, noch mehr Schiffe. Das sieht doch mal cool aus hier. Schön, ne? Solange der uns hier nicht so wirklich sieht. Okay. Alter Holzbogen. Jetzt haben wir ein paar Mal mit ihm geschossen hier. Legen wir mal ab. Gucken wir mal. Ah, der gibt nur 4. Okay. Wir bleiben beim Konstruktbogen. Okay, sehr schick. Müssen wir garantiert da vorne auf den drauf. Na komm. Okay, komm, ja, da müssen wir garantiert auch drauf schießen. Okay, sieht gut aus. Okay, wahrscheinlich hätte man hier gar nicht so direkt drauf gemusst, aber... Eine Truhe? Glaube ich doch nicht. Komm, wir gehen noch mal ein tiefer. Hier gibt es wirklich keine Truhe zu holen? Okay,
Okay, ich sehe wirklich keine Truhe. Gut, dann wird es hier wohl keine Truhe geben. Ja gut, dann hätten wir diesen Schrein doch in der letzten Folge schon machen können. Der ging extrem schnell. O Besucher des Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Nimm unser Segenslicht. Und das war Nummer 2 in der Sammlung. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Okay, wundert mich jetzt, dass es wirklich so überhaupt keine Schatztruhe gegeben hat. Oder ich habe sie übersehen. Gut, aber das heißt ja, wir haben jetzt viel Zeit, uns weiter in die Richtung hier vorzukämpfen. So, von da darüber. Gut, das schaffen wir aber auch von hier aus. Jetzt die Frage. Also wahrscheinlich von hier rüber, ne? Das war nicht geplant. Die Frage kommt, ja. Ich habe lieber vorsichtig gekämpft, bevor mir hier die Sachen hier runterfallen und wir nachher doch noch nach unten müssen. Aber wir wollen ja nicht hier runterfallen und nochmal neu anklettern müssen. Und das sieht mir doch hier schon ziemlich zerbröckelt aus. Halt eben schade, dass Tulin uns nicht nach oben in die Luft pusten kann, sondern immer nur nach vorne. Oh, das finde ich gut. Erstmal ohne nachzudenken weiter, immer vorwärts. Kann man später noch. So langsam die Feuerpfeile aus, ne? Okay, danke Tulin, dass du ihn runtergeworfen hast. Jetzt kriegen wir kein Loot, Menno. So,
Austausch gegen stärkeren Bogen ist auch immer gut. Der zerbricht ja irgendwann. So, die Frage ist, was ist das da? Was ist mit den Eiswürfeln? Oder geht's da weiter? Also prinzipiell würde ich ja sagen, es geht erstmal hier weiter. Ich frage mich immer noch, ob es da unten nicht auch was zu holen gibt. Und das war gerade so dieses hier. So, wofür sind die Dinger hier? Sehr gut, das funktioniert. Nein. Okay, nochmal. Thank you.
Na komm, da geht's auch noch höher. Okay, das ist wahrscheinlich unser Ziel. Die Frage ist, hole ich mir den Gegner da unten noch? Einmal speichern vor unsinnigen Aktionen. Ein Moment. So, da kann man ja auch viel erzählen. Also, ihr habt gerade gesehen, unten die Truhe hat sich gelohnt. Ganz tolle Sache. Ansonsten, Telefonat war gerade scherzig. Eine unbekannte 0180er Nummer mit der Ansage, ruf mich zurück, mache ich garantiert nicht. Und passt höllisch auf bei solchen Anrufen. Mein Schwiegerpapa ist jetzt auch schon zwei, dreimal angerufen worden. Von diesen Enkeltrickbetrügern, wo dann so ein Anruf kam, bezahl mal sofort Geld auf dieses Konto hier, dein Schwiegersohn hat einen schweren Unfall gehabt. Also Respekt. Es wird immer schlimmer mit den Betrügern, ne? Ein guter Wind. Eine nette Flammenkeule. Dafür können wir auch so einen einfachen Stock einfach mal wegtun. Oha! Da ist eins von diesen Monsterplätzen. Die kennen wir doch schon. Die haben wir bis jetzt noch nie besiegt. Aber ich glaube, wir kommen auch so darüber. Mal hier komplett drüber. So ist gut. Könnte mir vorstellen, dass man die hier mit so einer Sprengung wegkriegt. Ah, hä? Echt nicht so schlecht, wie ich aussehe. So, aber
Den hier unter mir, den will ich echt nicht verärgern. Frage ist, kriegt man den von hier oben kaputt? Da oben ist eine Schatzkiste. Okay, komm. Einfach mal so zum Spaß. Das könnte jetzt ein riesiger Fail werden. Wir speichern vorher natürlich. Und jetzt versuchen wir einfach mal oben auf ihm zu landen. Hat natürlich nicht geklappt. Nein, mir geht's nicht gut, Scherzkeks. La, Quatsch. Essen, komm. War viel zu viel von gemacht hier von dem Zeug, ne? Wie besiegt man denn diesen Alpha-Konstrukt? Also ich gehe fest davon aus, dass ich den Block da hinten rauslösen muss. So, und damit wir den jetzt nicht verkacken, ganz schnell wieder essen. Wir könnten unseren ersten Alpha-Block besiegen. Oh Gott, der hat gesessen. Komm, löse ihn raus. Wo ist er? Wir haben unseren ersten Alpha besiegt.
Reisekochtopf, Rakete, Energiesphären. Alte Karte. Und natürlich kriegen wir hier richtig Punkte angegeben. Aber was ist das hier? Okay, das ist nur das Auge. Das ist scheinbar so eine Art Antriebssäule hier, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, wie komme ich denn da wieder hoch? Ich würde mal sagen, hier und dann... Okay, aber wir haben das erste Alpha-Konstrukt besiegt. Läuft. Läuft. Und jetzt nach oben. Und jetzt hier hin. Da oben ist doch auch noch irgendwas. Was haben wir denn da? Na, das wäre fast ein Absturz geworden. Herzlichen Glückwunsch. Und es kann noch ein Absturz werden. Lass mich mal in Ruhe, ihr Flatterviecher, bis ich oben bin. Dann können wir weiterreden. So, weg damit. Ah, Tulin rettet meine Klamotten. So, jetzt überlege ich mir hier. Jetzt sag nicht, ich hätte da unten einfach das Ding aufmachen können und wäre hochgekommen. So, das Ganze überlegen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.